Ich sehe, der Senator ist eingetroffen. Wir setzen also fort. Herr Lauer, Sie haben das Wort. Vielen lieben Dank, Frau Präsidentin, und entschuldigen Sie, dass ich der Versuchung eben erlag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Henkel, die Piratenfraktion beantragt mit dem folgenden Antrag, dass etwas in diesem Land gemacht wird, was noch nie gemacht worden ist, verblüffenderweise. Wir möchten, dass die Wirkung und die Ziele, die mit Kameraüberwachung verfolgt werden, und damit meinen wir jetzt nicht nur die Kameraüberwachung im öffentlichen Personennahverkehr, sondern wirklich sämtliche Kameraüberwachung, die hier im Land Berlin stattfindet, dass sie einmal evaluiert wird. Ja, genau. Es ist nämlich noch nicht passiert. Und das ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, doch etwas verwunderlich, denn wir machen das ja jetzt schon ein bisschen länger, zumindest in der BVG. Die Kameraüberwachung greift in Grundrechte ein, insbesondere ins Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da mal in dieser BVG-Sicherheitszentrale war. Die Möglichkeiten der Kameraüberwachung werden ja auch immer weiter ausgebaut. Ja, da gibt es so einen Einzeltisch für einen Polizisten oder eine Polizistin. Die können sich dann live in HD-Kameras, die schwenkbar sind, reinschalten. Ja. Und das hat mich damals zumindest schon sehr verblüfft, wie nah man dann auch an Geschehnisse ranzoomen können. Ich kann Ihnen sagen, also wenn Sie zum Beispiel am Alexanderplatz bei der U2 im Eingang auf jemanden warten, zum Beispiel Ihre Freundin oder Ihren Freund, und dann sehen Sie sich und Sie umarmen sich und Sie knutschen, dann kann das jemand von der Polizei gegebenenfalls auch sehen und sich so seinen Teil denken, und Sie als Bürgerin, Sie als Bürger bekommen davon nichts mit. Es geht uns aber hier nicht zuvorderst um irgendwelche Missbrauchspotenziale, die die Kameraüberwachung in Berlin mit Sicherheit bietet, sondern es geht uns darum, dass wir als Parlament doch den Anspruch haben sollten, evidenzbasiert Sicherheitspolitik, Innenpolitik zu machen. Das bedeutet, wenn wir hier eine Entscheidung treffen über irgendeine sicherheitspolitische Maßnahme, dann sollten wir gefälligst doch Informationen darüber haben, ob diese Maßnahme überhaupt etwas bringt oder nicht. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, noch einmal, im Land Berlin, obwohl in den letzten Jahren die Kameraüberwachung immer weiter ausgeweitet worden ist, obwohl wir die Speicherfrist erhöht haben von 24 Stunden auf 48 Stunden, es gibt nicht eine einzige Evaluation, was die Kameraüberwachung bringt. Wir wollen, dass der Senat diese Evaluation macht. Er wollte übrigens mal eine machen, das beschloss zumindest der letzte Senat. Das wurde die Verlängerung der Speicherfrist im ÖPNV wurde nämlich genau so verkauft, dass man gesagt hat, naja, wir verlängern die von 24 Stunden auf 48 Stunden, dann machen wir aber auch eine Evaluation, was das überhaupt bringt. Schwupps, Diskontinuität, neue Legislaturperiode. Der jetzige Senat sagt, was interessieren mich die Beschlüsse des letzten Senates, und die vom Senat bereits beschlossene Evaluation der Verlängerung der Speicherfrist hat in dieser Legislaturperiode nicht stattgefunden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Alleine deswegen sollten wir eine machen. Es gab auch eine Evaluation, die mal von der BVG in Auftrag gegeben worden ist. Die ist aber nach kurzer Zeit abgebrochen worden, weil der BVG einfach die Ergebnisse nicht gefallen haben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, man kann ja für oder gegen eine Maßnahme sein. Aber es muss doch unser Anspruch sein, dass wir, wie gesagt, irgendeine Grundlage haben, auf der wir unsere Entscheidungen treffen. In anderen Bereichen würden wir das auch nicht machen. Beziehungsweise, wenn wir es in anderen Bereichen machen, ist es ziemlich gruselig, wenn wir Politik einfach aus so einem Bauchgefühl heraus machen. Natürlich gibt es Leute, die dann sagen, ja, Moment, aber es werden doch Täterinnen und Täter gefasst. Ja, es stimmt, es werden durch Videoaufnahmen Täterinnen und Täter der Tat überführt. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, was wäre denn, wenn wir, hat der Chef der BVG-Sicherheit mal in einem Gespräch gesagt, der bräuchte ungefähr 4.600 Leute, dann könnte er sämtliche Bahnsteige der BVG
rund um die Uhr bedienen mit Sicherheitspersonal. Oft würde ja auch ein Infopersonal, das dann im Fall der Fälle einfach die Polizei verständigt oder irgendwelchen Leuten, die da in Konflikte geraten, einfach sagt, so, jetzt hört mal wieder bitte auf. Das würde ja reichen. Das würde bedeuten, wir hätten ja die Möglichkeit, diese 4.600 Leute oder noch mehr Leute einzustellen, die dann im Zweifelsfall dafür sorgen würden, dass gewisse Straftaten gar nicht passieren. Es gibt auch hier an der TU Berlin Soziologen, die sagen, ja, Moment, aber bei Affektstraftaten, gerade bei Gewaltstraftaten, die ja nicht mit einer großen Planung passieren, sondern eben ja, spontan, hat die Kameraüberwachung null kriminalpräventive Wirkung. So, das sind aber alles Aussagen, die werden immer hin und her gestellt. Sie wissen natürlich, wir als Piratenfraktion lehnen die Kameraüberwachung als Mittel der Sicherheitspolitik ab, weil wir sagen, der Eingriff in Grundrechte steht in keinem Verhältnis zu dem Nutzen. Aber dann wird uns natürlich immer wieder auch dann anhand von spektakulären Einzelbeispielen gesagt, nein, das geht alles so nicht. Natürlich brauchen wir die Kameraüberwachung. Sie ist ein unerlässliches Mittel in der Strafverfolgung. Aus diesem Grund, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Antrag, der en Detail noch mal zugrunde legen soll, welche Ziele der Senat überhaupt mit der Kameraüberwachung verfolgt. Das ist ja auch noch so ein weiteres unangenehmes Detail, sage ich mal. Ich habe diverse Anfragen gestellt, welche Ziele verfolgt der Senat denn überhaupt mit Kameraüberwachung im Land Berlin? Ja, dummerweise kann der Senat kein einziges Ziel nennen. Kein einziges Ziel. Sondern dann wird immer so diffus gesagt, ja, es ist halt irgendwie zur Kriminalitätsbekämpfung. So, und das wäre doch schon mal ein erster Schritt, dass sich der Senat überhaupt einig wird, inwieweit es hier eine, welche Zielsetzung überhaupt es gibt, weil erst wenn man sich Ziele gesetzt hat, kann man die natürlich auch überprüfen. Und ansonsten, Herr Gäbler hat das in einer Anfrage geantwortet, das war auch sehr interessant. Man könne über die kriminalpräventive Wirkung von Videoüberwachung könne man nichts sagen. So, und das finde ich halt dann schon sehr interessant. Wir leisten es uns also als Land Berlin, ein solches Mittel zur Kriminalitätsbekämpfung einzusetzen, das wie gesagt vom Eingriff her intensiv in die Grundrechte reingeht, ohne überhaupt am Ende des Tages zu wissen, was es bringt. Und setzen uns auch deswegen nicht mit Alternativen auseinander, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir diskutieren ja gar nicht darüber, ob und wie viel Personal eingesetzt werden soll, weil es ja dann immer heißt, ja, ja, aber wir haben doch die Kameraüberwachung. Letzter Abschnitt. Mit solcher einer Argumentation könnte man natürlich auch sagen, wir hängen jetzt in die U-Bahnen und an öffentliche Plätze Kruzifixe auf, weil ja, die haben auch eine kriminalpräventive Wirkung. Der liebe Gott wird schon über uns alle irgendwie wachen. Ne? Würden Sie auch sagen, nein, das machen wir nicht, wäre aber billiger als die Kameraüberwachung. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Herr Lauer.